Okay, wie fange ich diese Story am besten an? Das ist ein Video, was es so auf meinem Kanal noch nicht gegeben hat und so eine Art Videos existieren eigentlich nur im amerikanischen Raum. Ich habe mir einfach gedacht, weißt du was, du genießt diese Sachen so sehr, warum machst du nicht deine eigene Story? Wieso schreibst du nicht deine eigene Geschichte? Und genau das ist, was wir hier tun werden. Vor ungefähr 5 Tagen war ich mit einem Kollegen, mit Philo und Zabex gemeinsam einfach onstream ein bisschen am Rust am Spielen und wir haben uns gedacht, wisst ihr was? Wir besuchen ein paar Public Server, um gemeinsam herauszufinden, sind wir gute Spieler und vor allen Dingen, schaffen wir es überhaupt, gemeinsam irgendetwas zu erreichen? Ja, wir gehen zu D19 hin. Wir machen jetzt so einen geilen Solo-Run. Okay? Bitte. Ihr wartet auf mich, aber? So einen kompletten Clan jetzt gleich hochnehmen, oder? Das ist doch so das Ziel. Ey, wir müssen. Guck mal, wo die Euric ist. Ulrich? Gibt's hier keine Euric? Oh doch, hier. Die ist hier, unten hier. Links. Unten links. Wo ich bin, actually. Da bauen wir. Da bauen wir. Ja, da. Ja, dann gehen wir direkt zu Euric. Wir müssen in der Nähe vom Supermarkt bauen, weil da können also wir Scrap und haben Loot. Ja, genau. Also komm zu G22. Da bauen wir. Leider Gottes mussten wir relativ schnell feststellen, dass egal wie gut man als Spieler ist und egal wie gut man es auch versucht, Stream Sniper einem immer wieder zuvorkommen werden. Und genau das ist auf dem ersten Server passiert. Oh, Revi hat Kontakt. Hallo. Luis, ich hallo, hatte viel Friends. Spaß mit yo, dir. Baby. Viel Spaß. Rein. Let's go. Golda, wie bist du? Nein, das geht nicht. Golda, okay, wie bist du hingekommen? Okay. Was bist du für ein Fan? Wie hast du das gemacht? Apple Stone. Der bringt gerade einen Typen don't hier um. Me. Das ist ein anderer Deutscher jetzt hier. Wie ist der hingekommen? Oh nein. No, don't kill me. Ja, egal. Golda hat wahrscheinlich schon auf deinem Steam-Profil gewartet. Bro, oder so. Du hast den Server schon wieder gelegt. Super. Hab ich nicht. Oh! Wir werden geshootet. Wo seid ihr denn? Ich bin D19 jetzt. Hier liegt ein Heißluftballon am Wasser. Ich habe Eagle Hunt das Nachricht gelesen, aber... Also die auf dem Zettel stand. Philo, wo treffen wir uns? G22? Ja. Boah, da baut halt schon jemand einen Stein ab. Da habe ich nicht so Bock drauf. Du guckst uns nicht ab, was ihr den Server habt. Ich werde einfach gepermabannen. Hallo, my friend. Hallo. Das hört man tatsächlich nur im Stream und nicht in Discord. Hallo. I am 1 HP. Ah, Jungs. Was denn jetzt? Hey, wie? Ach, Mann. Oh, bitte? Team, verdammt, ob ich wer bin? Philo, wo bist du? Philo, wo bist du? Ja. Ich bin schon bei G22. Oh, hier sind halt 3 Leute. Ich hoffe, es ist... Ah, Bro, das wird halt echt nicht gut ausgehen. Wirklich nicht. Wie können denn hier so viele Deutsche sein? Wie geht denn das? Hey, Jungs, ich hab 2 AP. Gib mir doch mal was zu essen. Du hast doch bestimmt was. Kann ich dich nicht essen, Bro? Ist echt eine dumme Frage. Nee, fände ich nicht so nett. Ja, okay. Ja, oh, gut, nein. Okay. Oh, Digga, hier wird halt rumgeshootet, ne? Jo. Wir müssen woanders hin, glaube ich. Auf einem anderen Server? Ich glaube, wir müssen echt Server swappen. Die gehen mir hier alle an, was ich sag. Bro, das kann doch nicht sein. Okay. Um den nervigen Stream-Snipern also zu entkommen, sind wir einfach auf einen anderen Server gewechselt. Leider mit wenig Erfolg. Zuerst dachten wir hätten die elendigen Stream-Sniper abgewimmelt, doch leider waren die anderen Spieler auf dem Server auch nicht sehr viel besser als zuvor. Okay, wo bist denn du? Ich bin auf F19. Ja dann. Der Server laggt gerade bei mir. Oh mein Gott, ist das ein Krampf. Bei mir laufen gerade drei... Wo bist du, Revi? Bei mir laufen gerade 3 Leute vorbei. Wo bist du? Ich bin G19. What the f***, ich komm zu dir. Bei mir sind gerade so 3 Russen vorbeigelaufen. Warte, ich komm zu dir, Philo, okay? Wollen wir es tryen? Wollen wir es tryen hier drauf? Der Server laggt ganz schön auch, gefällt mir gerade auf. Bei euch. Nö, finde ich gar nicht. Hi. Okay, Philo, ich bin jetzt gleich bei dir. Wir schaffen das jetzt, Digga, komm. Okay. G19. Hinter mir ist einer mit einer Fackel. Bin ich nicht. Hier ist eine Base. Philo, bist du das hier? Nein. Shanur, hallo? Oh Mann. Wo bist du? Ah da, Revi, ich seh dich. Wo? Hinter dir. Hier, der ist mir hinterhergelaufen. Safe, Cheaterbot, safe. Komm. Okay, lad mich klar ein, Jalla, komm. Hab. Okay, schnell, komm, Erik. Wir machen jetzt erstmal ein stabiles Up-Meet. Meet-up. Okay. Lass mal Steine suchen, Steine, komm, wir brauchen Steine. Oh. Heidewitzka. Boah, ich bin da. Links ist ein Bär. Ich hab ne Fackel an, Freunde. Wo seid ihr? Ich brauch euch. Komm her, Revi. Komm mit. Ja. Raus. Wo seid ihr? Links, Erik, ich bin hinter dir. Komm her, Revi, komm her. Komm auf die Plattform. Oh. Der rennt ein Typ hinterher. Ich weiß. Der wird jetzt zerfleischt. Lass den hier nicht rauf. Männer, nicht helfen, nicht helfen. Ich werd gleich so stinkig.
Der wird jetzt komplett zerfleischt. Du hast mich übrigens gerade angepiekst, Revi. Ich sterbe. Echt jetzt? Ja. Hast du Knopf? Philo, wo bist du? Nein. Wir sind immer noch G19. Dann ja, lass ihn kurz hinterher rennen. Lass ihn kurz hinterher rennen. Ich bin ja auch da, Junge. Kann ich euch mal ganz kurz treffen? Wo versteckt ihr euch denn? Mein Gott, das ist unkoordiniert mit dem. Junge, sag doch einfach, wo ihr Stepp seid, den Bär, stech den Bär und dann auf die Plattform, komm. Oh mein Gott, der ist wesentlich schneller als ich. Revi, ich werde sterben. Nein, alles gut, komm. Geh dann. Und jetzt? Jetzt anpieksen den. Der Sorry. Kommt ja nicht. Was ist denn mit dem? Haut ihr gerade was ab? Was hat der für ein Problem, der Typ? Hallo? Junge, was ist mit dem? Ich hab einen epileptischen Anfall. Ist der dumm, der Bär? Ach, da ist ein Oh, oh. Du musst den anpieksen, Revi. Ich mach einfach 5 Speere. Warte. Hinter uns kommt einer. Oh! Ich bin's. Moin, Leute. Lass mich bloß Katharina, hier auf. Ich hab dich eingeladen. Kriegen wir den jetzt down? Ja, geil, oh. Weiter so. Warte, ich werf einen Speer drauf. Hat einen Hit. Aber der ist einfach verschwunden. Chanel. Ich krieg ihn hin. Er kennt gar nichts. Hallo? Ja. Hi, Laura. Ich farm den Bär. Wo ist er hin? Stech ihn an. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Let's go. Ich bin OP, ich bin OP. Da kommt einer. Oh Gott, der hat... Ah, nee, ist ein Speer. Komm, lass den ummurksen. Yo, we friendly. Friendly, get away from me! Oh oh. Lass den anderen umstechen. Hab den anderen schon getötet? Oh, Hilfe! Ich hab ihn! Ich werd umkippen. Ihr müsst mich aufholen kurz. Ja. Sebi! Hilfe! Hilfe! Philo! Oh mein Gott! Philo, du bist ein Gott, bitte hilf mir! Ich bin hier am Verfügung! Philo, ich brauch halt. Da oben ist einer! Oh mein Gott, da kommt erst ein Speer, Revi! Go away! I kill for honor! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da oben läuft ein Typ. Oben rechts, Richtung 350. Ja, ich seh den. Oh, der schießt! Renn weg, der hat eine Silence. Renn. Was hat er? Fortnite. Oh mein Gott, ich wurde angeschossen. Hilfe! Renn um dein Leben, Chanel. Ich bin tot. Mit oh was wurde ich gekillt? Er kommt. Revolver. Ah! Ich bin gestorben. Ich überleb's noch. Du! Bro, I have nothing. Thank you. Thank you, my friend. Why do you do this? Why are you friendly? Yeah, I knew it. Ja, Bro. Okay, jetzt aber. Server Nummer 3. Wir haben uns also wieder einen neuen Server gesucht. Das Problem ist jedoch das gleiche geblieben. Wir haben es einfach nicht geschafft, die Stream-Sniper abzuschütteln. Warte, da vorne läuft einer. Ey! Junge! Bleib stehen, Junge! Bleib stehen, Junge! Hey, du! Wie hast du mich krank gemacht? Du kleiner Dreckiger. Komm her. Komm, trau dich. Oh, läufst du weg? Hä? Bleib stehen. Chillig, Bro. Korrekt. Hey, ich verblute gerade, Bro. Alles entspannt. Ich verblute gerade. Okay, du schaffst das. Ich schaff das. Bro, ich geb dir alles, was ich hab. Hier sind ein paar Knochen, meine Steine. Und ich werf kurz Steine gegen deinen Kopf. Warte. Hau rein, Digga. Ich bin weg. Mach's gut. Gott. Wiederschauen und reingehauen. Ah, tief, Digga. Okay, tschüss. Hey. Jetzt liege ich hier am Boden. Tschüss. Mach's gut, ne? Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja, jetzt zieh mich auch nicht hoch, jetzt bring's auch zu Ende, du Loser. Was bist du für ein Lappen? Jungs, wir brauchen Scrap. Schneid mich auf jetzt! Schneid mich auf, komm! Schneid mich auf! Das ist ja unfassbar. Schneid mich auf! Digga, ich hab... Hallo! Warte, da kommt einer! Bring mich um, Alter! Bring mich um! Ich mach nix. Danke. Doch dieses Mal haben wir die Sache ein bisschen anders angegangen. Wir haben tatsächlich probiert, eine Base auf diesem Server zu bauen und irgendwie mit den Snipern zu leben. Doch es ist einfach nicht möglich gewesen. Könnt ihr uns reinlassen? What the f***? Nein, geht weg! Warum nicht? Digga, geht weg! Wie hörst du deine Stimme an? Ich weiß nicht, hört sich Steine an. Wir kommen in Frieden! Entschuldigung. Ich dachte, das Game spielt man so salzig. Okay. Du wirst sterben, wenn du rausgehst, Revi. Du wirst sterben. Auf die Tür wird ja, bleib drin, da sind Typen. Nee, auf die Tür nicht. Ich breche nicht deine Sprache. Ich glaube, wir werden halt hier nicht in Ruhe spielen können. Das hätten wir vielleicht vorher bedenken sollen.
Revinside, please give me some premium on your server Minecraft, please. Alter. Ja. Da vorne ja, ist die ganze Zeit einer mit dem Bogen. Okay, wir müssen jetzt aus der Base rennen und einfach in irgendeine Richtung erstmal rennen. Einfach erstmal weg von hier. Versteht ihr? Hier sind über Leute. Lebst du noch? Los. Oh oh. Wir müssen Digga, also den Server nicht. Swappen, ne? Wir müssen den Server swappen. Wechseln. Hey Jungs, wir müssen den Server leider verlassen. Es macht mit euch echt keinen Spaß. Tut mir leid. Server Nummer 4. Dieses Mal sollte alles anders sein. Let's go. Dann würde ich sagen, suchen wir jetzt kurz einen neuen Server. Wir hatten vor, am Ende des ganzen Abends irgendeine Base zu raiden und vielleicht mit Big Loot nach Hause zu gehen. Doch wer hätte gedacht, dass wir auch in diesem Server, egal wie sehr wir versucht haben, die IP und Sämstiges zu verstecken, von Stream-Snipern heimgesucht wurden. Ich kann mir für mich so eine Tätigkeit nicht vorstellen. Baby, du bist ein Digga. Ja. Doch dieses Mal haben wir eine Entscheidung getroffen. Dieser Server gehört uns und nicht den Stream-Snipern. Armbrust gleich tot! Let's go, mach auf. Renn raus, nimm sein Loot und komm zurück. Renn raus. Links. Da ist noch einer. Hat einen Hit. Ich bin Hit. Renn hin und hol seinen Scheiß. Mach ich mit Pferd. Hat einen Hit. Ist down. Wir haben beide. Let's go. Oh mein Gott, wie stark, Junge. Imagine, du willst Stream snipen. Holy shit. Digga, Legende, Philo. Und so änderte sich unser gesamtes Ziel. Wir wollten keine schöne Base mehr bauen. Unser Ziel bestand fortan nur noch darin, sich an den Stream-Snipern zu rächen. Und oh boy, wie wir das gemacht haben. Die haben uns auch echt viel Holz gemacht. Komm wieder in die Base, bevor es zu spät ist. Meinst du? Ja, nimm alles Loot. Holy shit. Sag, wenn du vor der Tür stehst, dann mach ich auf. Der hat seine Waffe da noch liegen lassen. Die Waffe von dem liegt da noch. Warte mal, die Armbrust. Da vorne kommt einer beim Pferd. Achtung. Rechts. Ja. Hat einen Hit? Oder warst du das? Nee, ich hab den hier. Ups, bin dumm und hässlich. Warte. Ich bin ein Stimmfan. Holy shit, Legenden. Die sind über uns. Okay, pass auf, ich nehm den weg und renn kurz raus. Ich lass den jetzt hier drin stehen. Wollen wir einfach rausrennen? Wir haben jetzt theoretisch Backs hier. Wir müssen halt nur die Tür zumachen wieder schnell. Mhm. Wir können es probieren. Was meinst du? Der Step links von uns? Rechts jetzt? Pass auf, wir machen die Tür auf. Du rennst direkt als erster raus. Ich renn sofort hinterher. Okay. Ready? Ich habe auch einen Bogen dabei, ne? Zwei, eins, go. Blut ihn und komm zurück. Get f***ed, Alter. Mach auf. Ja. Mach auf, schnell! Ja. Ich hab ihn auch gehittet, Bro. Sehr geil. Nice. Hier vorne reiter, Alter. Warte, ich komm rein. Tür ist auf. Rechts von uns. Dein Pferd ist gerade hier angeritten. Let's go. Irgendwann haben wir dann gemerkt, dass nicht alle Spieler auf diesem Server böse sind. Und da es keine großartigen Regeln gab auf diesem Server, haben wir gemerkt, hey, andere Spieler kommen vorbei und gönnen uns Loot und Support. Warum schließen wir sich alle zu einer großen Gruppe zusammen? Eigentlich ganz nice. Aber der bringt mir das ganz geil. Der hat ein Tierfett rangebracht. Mega korrekt von ihm. Da vorne kommt einer. Zwei Spieler links. Ich sehe es, hier ist ein Atzen mit einer Posaune. Ja, schau den Posaunenatzen. Das sind zwei Spieler links. Ich hab meine Pfeile vergessen, ich Idiot. Ich miele den. Und die haben Pfeile auf. Die haben Compound. Einer klaut unser Pferd, der Posaun. Sch drauf. Oh, blau, komm in die Base, Homie. Komm in die Base. Oh, komm. Sorry, komm rein. Nice. Digga, ist das annoying, Alter. Ich hab dem gerade einen Headshot gegeben. Der hat eine Notiz geschrieben, der Hund. Was hat der geschrieben? Ich bin lieb, ich liebe dich, Revi. Wer, ja, der Posaunentyp? Ja. Ja, okay, was mit den anderen beiden? Die sind hier immer noch am Rumleben. Die müssen immer noch sein. Hat der Loot? Der Posaunentyp, über viel. Echt? Der hat einen Ofen dabei, what the f. Jo, dann hilft der uns echt, dann ist der echt nice. Dann ist Sascha 4000 actually nice. Okay, Sascha, hilf uns.
Da kommt einer angelaufen. Ey, yo, wer ist das? Ist es Sascha? Bro, Kyoko, okay. Das war der Alright, okay. Wenn du willst, Bro, du kannst ein bisschen mithelfen, ein bisschen farmen und so, weißt du? Alright, Dude. Danke dir. Ey, der hilft uns, Bro. Der ist entspannt. Okay. Bro, der bringt... Oh mein Gott, der hat Scrap gebracht, Digga. Let's go. Wir können Level 1 Workbanks machen. Nimm die Axt mit, Bro. Nimm die Axt mit. Digga, wir countern hier einfach gerade komplett rein. Das ist so geil. Hier wohnt irgendein Guy. Wollen wir den schnell die Joker raiden? Können wir machen, actually. Wo ist der? Hier oben. Was heißt hier oben? Den Berg hoch. Dieses One by One. Auf unserer Mission, die feindlichen Streamsniper zu raiden, begegnen uns andere Fremde. Diese Fremden enttarnten sich ebenfalls schnell als Zuschauer von Philo und mir. Doch zu unserem Glück waren diese Zuschauer weder darauf aus, uns zu nerven, noch uns zu töten. Im Gegenteil, sie halfen uns. Bro, mir hat gerade jemand 600 Metallfragmente gegeben. Fragmente? Ja. Okay, komm her. Wer ist er? Maelo oder so. Ist es der? Nee, Shara, wir haben noch einen Mate, Digga. Wir haben insane viele Leute, die uns die Sachen bringen. Wer ist leid? Der gibt mir Highcall? 50 Highcall? Der hat mir eine Python gegeben! Was ist das? Das ist der krankeste Revolver. Imagine, Bro, man wird gestreamsniped und dann kommt Com einfach back und ist doppelt so strong. Weißt du, was ich meine? Ja. Also haben wir diese Spieler kurzerhand bei uns ins Team invited und ein großes Team gebildet. Wir haben Aufgaben verteilt und jeder hatte irgendetwas zu tun. Warte mal, Bro, wir haben jetzt hier ein Full-Team. Sollen wir die nicht inviten einfach? Ja, komm. Wir sind hier 6 People, wir können jetzt actually den ganzen Server kaputt machen. Dann wissen wir auch immer, wo unsere Mates sind. Ja, Bro, aber das könnte auch ein Play von denen sein, dass die jetzt griefen, ne? Die können aber nicht, die haben nicht direkt, nur weil die in unserem Team sind, haben die keine Building Permission, ne? Hm. Von diesem Moment an dachten wir uns, es sei schlauer, wenn wir von hier in das Team fungieren. Wir sind stärker als Gruppe. Mit den Materialien, die uns die Teammitglieder gebracht haben, konnten wir endlich Waffen, Rüstung und restliches Equipment deutlich verbessern und erforschen. Wir könnten uns alle Oxums sammeln und die kommen auch... Vorsicht, ne? Die kommen Richtung euch, Baby. Bei mir steppt einer. Schießt jetzt alle um, die nicht im Team sind. Wo war unsere Base? Oh, Digga, ich hab einen umgebracht. Ah, sorry, Bro. Sorry. Der Anfang auf dem neuen Server lief so hervorragend, dass wir nicht gedacht hätten, dass wir so schnell einer neuen Gruppe begegnen würden. Aber wir haben uns natürlich getäuscht. Gut, irgendwo gibt es immer Feinde. Oben, Team angreifen. 150 oben am Stein. Oh, Bro. Komm nicht zu euch. Oh nein, Digga, ich bin gleich down. Oh, Bro, die haben Waffen. Hast du viel mit? Geht. Bonds ist tot. Kann man vielleicht only Teamchat anmachen? Ich bin gleich da übrigens, ich reite gerade hin. Hier sind 2 Leute full. Volle Kühe bei mir. Mann, das scheiß Pferd ist so langsam. Komm zu Oxum, geh zu Oxum, wir werden gerade angegriffen. Ach, Digga, ich war instant down, der hatte eine Waterpipe. Ich hab gedrückt, aber war kein Problem. Okay, das Team von der Tankstelle hat uns zwar komplett K.O. gemacht und mir einen Schuss in den Kopf gejagt, allerdings sollte es nicht dabei bleiben. Wir entschieden uns, diesen Leuten einen weiteren Besuch abzustatten. Okay, wir müssen jetzt dieses Team finden, was uns eben da weggeholt hat, Oxums. Digga, die sind jetzt 8 Leute hier. Maybe haben wir Glück und die scrappen gerade Oxums, weißt du? Mhm. Okay, es wird geschossen. 150. Lass uns die AK holen. Planänderung, wir gehen AK. Okay, vorsichtig, Chat, 140. Team Chat, let's go. Da war eine AK, ne? Wir holen den. Auf alles, Bro. Das ist unsere AK. Hier unten. Oh, Digga, oh! What the f***? Hab ihn erst hoch, hab ihn. Was? Wo ist der AK, geil? Lebst du noch? Ja, ja, alles gut. AK, geil, ist low. Du lebst noch, ja? Ja, ja, alles gut. Ich hab einen von denen komplett ge... Der ist full deaded. Der hat eine Semi-Rifle, Hinter der Base von denen. Hat Headshot. Oh mein Gott, Digga. Oh, ich hab ihn nicht mehr gehittet, sorry. Misplay. Ich bin eine Legende, Bro. Ich hab dem Headshot gegeben. Ich hab eine Semi-Rifle. Einer rennt von denen weg. Wo? Nach hinten rennt weg. Bro, liegt da unten nicht noch einer von denen? Oder wurde der abgepickt?
Den habe ich hier gekillt, der hat eine Semi-Rifle. Mit der Zeit gerieten wir auch noch in andere Teams. Auch wenn Philo einige der Gegner erledigen konnte, hat es am Ende leider nicht gereicht, um mich vor dem Tod zu bewahren. Links ist eine Base. Gegner, Gegner, Gegner. Einer full dead. Ein Half-Life. What the f*** bin ich? Das warst du, sorry, sorry. Bist du lost? Mann, ja, bin ich. Bro, ich bin nicht mehr full life jetzt, du Losty. Chillig. Ja, gönn dir eine Spritze. Zieh dir eine Spritze, wir finden beide Eure genug. Scheiß, der steht hier draußen, Bro, der hat die Tür hier auf, warte mal. Hinter dir, hinter dir! Renn weg, nicht, dass du jetzt sterbst, das wäre fatal. Ja, ja, alles gut. Ich bin Headshot, ich hab 1 AP. Baby, renn bitte weg. Ich hab legit 1 AP. Baby, ich renn jetzt weiter, ja? Bitte. Wir setzen so viel aufs Spiel. Ich höre die AKs schießen. Wollen wir da hin? Nee, ne? Wir machen jetzt Ulrich fokussiert, oder? Boah, ich häng bei denen unter der Base. Ich bin Warum? Du musst mir helfen. Ich bin auf dem Rückweg, Revi. Ich bin gleich da. Einer einen Shot von denen abbekommen. Einer ist down. Nice, das war der, der mich fast attackiert hat. Renn zu mir, renn zu mir. Der lootet ihn gerade. Einer rennt wieder in die Base rein. Einer ist tot. Der andere ist hier am Stein. Ist tot. What the f***? Was hitte ich? Ja, wollen wir zu AK rennen? Nee, ne? Kannst du nicht sagen, Bro. Ich meine, wir können es halt auch tryen, ne? Komm, wir scouten ein Stück. Das hört sich nämlich nach einem aggressiven Fight an. Was machen die? Die machen eine Base kaputt! Die schießen die Base ein! Hey, Team! Team, 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 Team! Leise, leise, leise! Anschleichen! Leise! Leise, leise, leise! Ich sehe sie. Warte! Warte du kurz! Der hat mich gesehen, glaube ich. Der eine ist auf dem Dach. Die haben mich gesehen, die haben uns gesehen. Renn! Die haben uns nicht gesehen! Wir müssen zu den Steinen vordringen. Wir müssen wieder circlen. Revi, das ist unsere Chance. Die haben genau das gemacht, was wir vorhin gemacht haben. Es ist eigentlich überdumm, das zu risken. Ich werfe die Karten hier hin. Es ist überdumm eigentlich. High risk, high reward. Ich sehe ihn da. Hat einen Hit. Die zwei von denen haben jetzt. Lenk die ab, Omi. What the f***? Ich hab einen Headshot kassiert. Einer ist full dead. Oh, Junge. Gut, also dann, folgender Plan. Um die gegnerische Base der Stream-Sniper besser raiden zu können, sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir dafür C4 benötigen. Und um an C4 zu kommen, sollten wir natürlich verschiedene verschlossene Kisten auf dem Server öffnen, zum Beispiel die bei Waterplant. Doch leider wurden wir beim Looten innerhalb unserer Gruppe mit einer bitteren Überraschung konfrontiert. Okay, ihr müsst jetzt hier alle mal kurz bitte einen Schritt zurücktreten. Ganz wichtig. Auch du. Okay. Der Moment der Wahrheit kommt jetzt, Leute. Es kommt jetzt darauf an, dankeschön. Das ist der Naked. Ob wir entweder jetzt hier winnen oder nicht. Bitte alle weg. Weg. Warte. Sprengstoff, Bro. Mate? Ja? Ich wurde gekillt. Ich weiß, ich hab den Typen umgebracht. War da Sprengstoff drin? Ja. Echt? Ja. Dann nimm das Sprengstoff. Okay, alle zurück zur Base, schnell. Alle zurück zur Base. Digga, was für ein Backstab, Alter. Alle schnell Base. Base. Schnell. Ich habe ihn aber gekillt. Alles gut, Bro. Okay, jetzt hat es zunächst die oberste Priorität, den Verräter zu finden und zu bestrafen. Das muss man sich mal vorstellen, der Typ spielt über 2 Stunden mit uns und steppt uns dann in den Rücken. Doch da Phil und ich unbedingt Ulrich machen mussten, um an Waffen und Loot zu kommen, haben wir unser Team damit beauftragt, den Verräter zu finden. Sio war das, der kleine... Bei mir hieß der Spieler Kaffee. Es
war Manny, aber Manny... Also Kaffee ist auf jeden Fall der Verräter bei uns. Mhm. Doch. So. Ja, bei dir heißt es so, ja. Wer ist hier drinne? Es ist eure Base. Kennt ihr, wisst ihr, wer da drin ist? Ich glaube, Manny hat mich legit aus Versehen ist der cool? Ich weiß es nicht. Ist die Person, die da drin ist, cool? Ist das die böse Person da drinne? Alright, okay. Okay. Bro, die böse Person ist direkt bei uns vor der Base, ne? Ich weiß nicht, ob es die böse ist. Der hat meine Pfeifen. Ja, das war ich. Und, komm her. Wir warten hier die Tür auf, komm. Warum? Ich weiß, Manny hat mich, glaube ich... Bro, hier ist der Typ drin, der jetzt abgefuckt hat. Mann, ich glaube, der hat mich legit aus Versehen gekillt. Wie heißt der Kerl, der hier drin ist? Manny. Könnt ihr Notiz schreiben? Kaktus ist da drin, also, er ist von uns, aber Manny und Sio wohnen da drin, das sind die Verräter. I see, okay. Sio ist auch der Verräter. Ja, Sio. Entschuldige dich bei ihm sonst. Bro, wir haben jetzt Ermittlungen hier im Team, Alter, wer der Böse ist. Eine Tür und wir haben die Base von den Verrätern. Ja, ich sag's ja. Alter, what the f***? Was los? Junge, wo warst du die ganze Zeit, Kyoko? Holy shit, Bro. Was los? Digga, der hat so viel rangebracht. Digga, der hat einfach 182 Scrap rangebracht und 1000 Sulfur. Kyoko, du bist so OP. Mach mit diesen Leuten, die hier stehen, ein Team, okay? Form ein Team. Und ihr müsst jetzt die Base und die Operation weiter ongoing. Ihr müsst jetzt alle ein Team gründen. Und dann müsst ihr weiter scrappen, scrappen, scrappen und gucken, dass ihr den Verräter hochnimmt. Ja, da denkt man, Ulrich zu looten ist relativ einfach, wenn man geübt ist. Dem war leider nicht so. Pass auf. Wir parken jetzt hier vor dem Ding. So, aussteigen. Nicht schon schießen. Komm, Pompo, voll aufspannen, auf seinen Kopf zielen. Und dann zählen wir auf drei runter und schießen beide gleichzeitig. Okay, eins, zwei, drei. Bin dead. Hast du ihn gehittet? Nein. Du bist tot? Nee. So, dahinter kannst du... Du musst ins Boot steigen. Klar. Und jetzt aussteigen. Hast du ihn gehittet? Ja, hab ich. Da oben läuft ja noch der Penner. Ja, dann... Warte. Und... Los! Let's go! Hab ihn gehittet? Guter Schuss. Rivi, Alter. Du musst ein bisschen höher zielen. Da oben ist auch noch einer, der ist schwerer zu hitten. Du bist so verloren, ne? Bro, du hast auch kein Mal gehittet. Doch, unten habe ich zweimal gehittet. Ich habe noch keinen einzigen Hit gesetzt, Bro. E-Sport-Athlet übrigens. Hab Headshot gegeben! War das ein Headshot? Ja. Okay, unten. Eins, zwei, drei. Warte doch mal! Hab ihn. Nice. Wenn du willst, können wir jetzt aufs Boot fahren, auf die Ulrich fahren. Dann kommen die halt alle, ne? Und wie wollen wir dann gegen die Juggernauts überleben? Ja, Junge, die Juggernauts machen wir dann mit der. Du hast doch wohl eine Pistole mit, oder? Ja. Ja, siehst du? Und oben gibt's einen Safe-Raum, da können die nicht rein. Wir müssen schlau spielen, bedacht und ein bisschen Zeit. Boah, irgendein Trottel hat ganz viele Pfeile daneben geschossen. Oh, der hat gute Ammo. So, pass auf, du bleibst jetzt hier an der Kiste. Du bleibst jetzt hinter der Kiste hier und machst voll spannen oben hin hier, ja? Und ich lock die an, dass die kommt. Da kommt einer! Warte. Tot. Oh, ja, hab auch nochmal. Okay. Bin auf Vollspann. Kite ein. Schieß bitte nicht mir in den Kopf, ne? Ich schieß dir nicht in den Kopf, ne? Hier kommt einer gleich, Revi. Hier kommt einer. Aim auf mich. Der kommt da gleich. Headshot. Hast du ihn? Nice, ja. Nice, Alter. Aim hier wieder hoch. Ich bin echt so stark, Alter. Stopp! Wie du lauf! Da kommen zwei. Ja, was, wie soll ich denn zwei machen? Ja, ich schieß von hinten mit. Du darfst nur nicht jetzt dich dann rast schnell umdrehen. Die kommen. What the f***? Bro, von unten. Ich bin gleich down. Von hinter mir. Nein, hinter mir. Philo, hinter mir war noch einer. Hast du ihn? Ja, alles gut. Zieh mich hoch, schnell. Renn direkt nach vorne, Ich bin down, am Boden. Ja, renn direkt geradeaus. Alles gut? Oh, Digga, das war ganz knapp, Alter. Junge, wie haben wir den denn übersehen? Das war nicht deine Schuld, sondern die von Chat. Hier ist noch einer auf der Ebene, glaube ich, oder? Nein. Oh, fuck, drei Leute kommen. Oh mein Gott, Revi, weg. Nimm die Pistole raus. Scheiß auf den Compound Bow. Ein Honig. Hat Hit. Wird aggressiv.
Bist du down? Nee, aber fast. Ich muss mich heilen, ich hab Half-Life. Ich auch. Aimst du mich ab? Nein. Der kommt, der kommt. Noch einer, ich... Headshot. Schön. Holy shit, schön, 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 schön. Geh aber auf ist die das hier? Es geht los. Pass auf, okay. Du gehst jetzt eine Etage... Komm, nee, wir machen safe. Wir machen safe. Ja. Du gehst jetzt hier in den Raum rein, Revi. In den Raum. Da, du gehst jetzt hier in den Raum. Von der anderen Seite. Da ist jetzt ein Knopf. Wo? Hier. Du gehst jetzt da rein. Okay. Und bleibst jetzt da drin. Ich nehme den Knopf raus. Okay, und dann? Jetzt können wir die Tür immer kurz aufmachen und wieder zulassen. Okay? Kommst du jetzt auch rein, oder wie? Ich komme jetzt auch gleich rein, ja. Ich schieße die nur schon vorher einmal an, damit die schon ein bisschen Damage haben. Digga, das geht sowas von in die Hose. Nein, nein, nein. Vertrau mir. Wir dürfen nur nicht overrushen. Pass auf, du musst gleich die Tür aufmachen, ja, wenn ich sage. Ja, ich weiß. Sterbe ich. Was genau macht ihr? Wir machen die Big Ulrich. Große? Nein, kleine Ulrich meine ich. Nein! Ich glaube große. Drücken, nein, drücken, 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 drücken! Okay. Und jetzt zulassen, zulassen. Geht die von der Leitende zu? Ja. Okay, pass auf, Baby. Wir haben jetzt immer ein 3-Sekunden-Fenster, wenn die Tür aufgeht. Okay. In dem müssen wir gucken, dass wir einen killen oder... Pass auf, gleich geht von einer vor die Tür. Stell dich so, dass du auf die, vor die Tür aimst. Stell dich direkt vor die Tür. Der kommt gleich. Dann machen wir die Tür kurz auf, shitten den. Okay, ich mach jetzt auf. Warte, 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 nein! Jetzt muss die Tür zugehen. Okay. Jetzt müssen wir uns hochheilen. Immer ein bei... Immer one by one. Ich hatte gerade Munition nicht voll, deshalb musst du warten. Achso. Das ist der nächste. Wo ist der? Okay, ich mach auf. Vor der Tür. 3, 2, 1. Vorsicht. Ist der down, ja, ne? Ich glaube nicht, ne, nicht ganz. Ich mach nochmal auf. Warte, warte, warte. Halt dich erstmal. Ja, halt dich erstmal. Wir gehen jetzt helfen. Auf, auf, auf! Oh mein Gott! Bitte gib zu, bitte gib zu, bitte gib zu. Oh mein Gott. Okay, chill. Wir müssen kurz heilen. Okay, vor der Tür, ich mach auf. Er hat nicht gecheckt. Bro, what the? Bin fast down. Was denn? Wir müssen den vor der Tür theoretisch aufladen. Oh, der ist noch her. Vorsicht, bleib drin. Nein, mach die Tür auf! Oh, Bro, nein! Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Ich bin komplett down. Okay, der erste Versuch ist zwar gescheitert, aber wir haben nicht aufgegeben. Wir wollten unbedingt das C4 aus dem Ulrich, um die Typen von der Tankstelle in Grund und Boden zu raiden. Wir haben nicht aufgegeben. Da sind Leute drauf. Da sind aggressiv Leute drauf. Lass die fighten, egal, wir machen Counter. Wollen wir die countern? Wir countern so hart, Bro, die sehen uns nicht kommen. Die hören uns aber, oder? So hart, wenn wir die countern und die uns... Sind wir offline, ne? Ja. Das bewusst. Die hören uns aber, ne? Die hören uns, ja. Hier ist der Aufgang. Die gucken jetzt mit einem Grenade Launcher runter und wir sind tot. Revi hat die beste Armor an, der Idiot! Oh. So, ab jetzt crouchen, ab jetzt crouchen. Crouch, crouch, crouch. Ich kenn die Sch*** in- und auswendig, okay? Wir nehmen einen Secret Spot. Yo. Ich höre halt noch irgendeinen Bot bei mir, das ist ein bisschen blöd. Entweder die sind gerade gestorben, weil wir hören gerade nichts, oder die wissen halt, dass wir da sind und crouchen auch gerade. Ja. Habt auf jeden Fall euer Auge nach oben, ne? Ja. Guckt euch um und nicht steppen. Auf gar keinen Fall steppen. Ich bin super bad da drin, das weißt du, ne? Auf dich? Auf dich, Zabex? Nee. Okay. Also entweder wir gehen jetzt hier hoch oder wir gehen noch weiter kurz und gehen da hoch. Da ist auch ein Jump'n'Run. Ach nee, warte. Wir müssen jetzt hier hoch. Der ist hier aber irgendwo. Es kann sein, dass wir da schießen müssen, dann müssen wir uns neu koordinaten. Ich hab den noch gar nicht steppen gehört. Okay, Revi, jetzt ist die kritische Zone erreicht. Komm mit, wir machen ganz safe, ja? Jetzt müssen wir ganz kurz steppen. Also, wir können es auch schaffen ohne. Okay, nevermind. Hier lang. Kann sein, dass ich den Bot jetzt fronten muss. Ich hab den Bot gekillt, der weiß jetzt eh, wo wir sind. Jetzt gehen wir hier nach hier hoch. Einfach voll Zugriff jetzt. Boah, ich hab ihn. Ist ein Bot.
tot. Der Spieler ist da drin, Ne, das ist noch ein Bot. Wo? Hab den Bot down. Ein toter Spieler, glaube ich. Echt jetzt? Ja, ich glaube, der Spieler ist im Schacht. Bot kommt in die Ecke rechts. Tot. Oh, erst hat jemand Fallschaden bekommen? Nee. Von euch? Dann ist der gerade runtergesprungen. Der ist runtergesprungen. Irgendwo hin. Er liegt, er ist verwundet, er liegt unter mir. Er ist verwundet. Echt jetzt? Ja. Nice, gehen. Oh, Junge, stark. Das ist so geil, Digga. Der hat für uns die komplette Allweg schon gecleared. Nee, die Kistenzeit tickt aber schon runter, Digga, ne? Ja, ja, die tickt auch, wenn die noch leben. Hä, Philo, ich check. Oh nein, oh da war noch einer. What the f, Bro? So ein Dicker? Du hast recht. Ja, ja. Nee, 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 normaler. Okay, 32 Sekunden. Bro, wenn wir jetzt C4 haben, das wäre so pockt, Digga. Dann bleiben wir on, Seid ihr auch so nervös wie ich? Ja. Ich hab schon richtig schwitzige Fußsohlen, ich sag, wie es ist. Was ist mit dem, Bro? Durch den weg. Ich muss auf Klo, ich will nicht aufstehen, Bro, mir geht's bitte same. C4, bitte C4, komm! Pray God, come on! Nein! Oh, aber noch eine AK. Ach, Mann. Okay, auch wenn wir kein Glück mit den Kisten aus den Oryx hatten, gab es eine andere Möglichkeit, um irgendwie an Sprengstoff zu kommen. Wir konnten das C4 erlernen. Wir rückten unserem finalen Raid und Rachefeldzug gegen das andere Team immer ein Stück näher. Ey, soll ich das Grab jetzt verwenden für C4 lernen oder nicht? Was sagt ihr? Weil es ist gar nicht so weit weg, wie man dachte. Mach! Was? Scrap lernen zu C4? Ich verstehe den Sinn nicht. Vielleicht bin ich auch schon dumm und dämlich. Ja, mit der Workbench, du Kasper. Weiß ich nicht. Guck mal, bau erstmal eine Tier 3 Werkbank. Hab ich schon längst. Platzier die. Hab ich schon. Und was ist jetzt der Path of the Gav? Der Path ist. Also, ich muss erstmal 125. Da. 250 oh, Ruhe. Lass mich los! 500. Philo. Ja, es sind 1000 Scrap. Und wir haben gerade. Scrap nur für C4. Ja, bis wir es haben. Und wir haben gerade. Hallo. 500, wir haben 600 Scrap. Du stirbst vor meinen Augen, nein, ich sehe. Nein, ich lebe, alles gut. Oh mein Gott, Philo, oh mein, ich würde dich da küssen, wo die Sonne nicht scheint am liebsten. What the f. Kaiko, du, oh mein Gott! Komm zurück! Was? Wir haben das T4. Lern es! Kaiko! Kaiko! Ja! Nein, ich hab mich vertan. Es waren Metallfragmente, es war nicht. Digga, ich schau mal für Revi, bitte. Nein! Gigant, Digga. Revi, komm raus, ich hab Scrap dabei. Wie viel hast du, Bro? 50 oder so, irgendwas. 50, 60. Oh mein Gott! Ein Scrap fehlt! Es fehlt noch ein einziges Scrap! Das ist kein Joke! Okay, Jungs. Warte, ich geh was verstrotten. Macht euch schon mal Rüstung und alles. Macht euch schon mal Rüstung und uns ein bisschen ready dafür. Am besten ohne Kürbis. Ganz ehrlich, Digga. Wir gehen auch wenn es ein 3-Mann-Server ist. Ich schwöre, die haben uns so heute so oft gestompt. Wir nehmen die auseinander. Wir machen 20 C4, machen alles kaputt. Dann machen wir eine Raid-Base. Dann machen wir machen eine Raid-Base. Wir machen die komplett. Was geht, Bro? Hast du ein Scrap dabei? Au. Ja. Hat jemand noch ein Scrap? Hast du ein Scrap? Ja, warte. Revi, bist du da? Ich bin da, ja. Bro. Eins. Du musst mich auch gewinnen bei deinem Video, ja? Kuss, Digga. Oh ja, mein Gott, du Ehrenmann. Wollen wir zu 8 einfach diese Base raiden? Wir nehmen die zu 10 auseinander, Digga. Es ist mir total egal, was die Serverregeln hier sind. Yes! Yes! Wir haben's. Wir haben's. Jetzt wird C4 gebaut, Jungs. Digga, yes! Chat! Wir arbeiten seit 7 Stunden auf diesem frisch geweihten Server, arbeiten wir darauf hin. Was brauche ich für C4 alles? Irgendwann haben wir es dann doch geschafft. Ich habe das C4 erlernt und mit ein paar C4, einem komplett ausgerüsteten 8-Mann-Stream-Sniper-Team, haben wir uns den Leuten von der Tankstelle, die übrigens auch aus Stream-Snipern und unsere erklärten Erzfeinde auf diesem Server waren, gestellt. Wir sind bereit, in die Schlacht zu ziehen. Für uns gab es kein Zurück, für uns gab es keine Wiederkehr auf diesem Server. Wir wollten das Ding heute und hier zu Ende bringen. Und dann hatten wir ein kleines bisschen Glück. Plötzlich tauchte der Attack-Heli am Himmel auf und Philo meinte, wir müssen dieses Ding zerstören. Und boy, wir sind fast alle draufgegangen und ebenso unsere Base, aber wir haben es trotzdem ganz knapp geschafft. Es ist der Heli? Es ist der Heli. Jungs, wir machen den. Holt eure F556, das kann unsere Probleme lösen. Wir brauchen mehr 556 Muni, wir haben nichts mehr. Geh weg, Revi, sofort weg. Wir brauchen Muni. Muni. Crafte kurz 556 Muni oder gib mir kurz. Lass mich durch. Nussland, schieß mit Pistolen Muni, wir schaffen das. Was ist Rockets? Pass auf. What the f, Bro? Geh weg.
Ja, solange es die 4 safe ist, ist alles gut. Let's go, let's go, let's go. Wir haben ihn, Chef. Let's fucking go. Was heißt das? Achtung, weg bitte vom Loot. Was heißt das jetzt? Der hat noch Cooldown. In dem Heli sind C4 drin, Rockets, alles. Was soll ich sagen? Wir haben den Heli geradet, noch mehr Raid-Material bekommen und jetzt gönnt euch das grande Finale, denn wir haben es tatsächlich geschafft, in die Base einzudringen. Let's go. Habt ihr ganz viele Speere? Let's go, go, Follow me. Philo, Bro, du musst mir sagen mit dem C4, was ich machen muss, ne? Ja, erstmal müssen die Nakeds aufs Dach. Ey, Teambesprechung, kommt mal vorne alle zu Philo. Jetzt geht's hier richtig rund, Jungs. Und jetzt boostet einer die anderen hoch. Das ist einfach 5 Uhr 10, ich werde geknackt. Jetzt boostet einer die anderen hoch. Boostet mich mal. Hab noch Speere, brauch jemand? Richtig asozial einfach. Philo, komm ran, hier ist der Flammenwerfer. Bro. Let's go. Noch nicht rein. Oh, Junge. Ich spring hier rauf. Ja, okay, warte mal. Also man kann sich nicht mehr hochboosten, Jungs. Revi, das Ganze ist hier darauf. Wo? Du musst da reinspringen, Revi, Nee, Digga. Du musst. Dann bin ich trapped. Oder pass auf, oder du gibst Philipp das C4 und er macht's. Da muss schon mal hochboosten. Einer bitte mal Brille hochboosten. Wir müssen's riskieren. Da muss das C4 hin. Was machen die Dinger? Alles darauf, würde ich sagen. Ja, wir klären einfach durch und packen. Hoffen, dass wir einen Lootraum erwischen. Ich glaube, wir haben einen Lootraum. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, haben wir ein Problem, aber dann... Nicht reindrücken, aufpassen. So, wie viel Leben hat es noch, Philipp? 175. Geh weg. Lol. Wie viel Leben? 105. Ich hab noch eine Satchel Ladung, soll ich die werfen? Werf die von da oben rauf, vielleicht triffst du ja. Let's go. Weg, da geht mal bitte alle weg hier. Wie viel Leben, Philipp? Getroffen. Vorsicht, Satchel. 17. Das könnte reichen. Okay, Revi, der Moment. Geht's auf oder nicht? Ist da was runter oder nicht? Der war fast einfach nur Airlock. Das wäre technisch. Aber wir hätten es versucht. Sag mal, wird das noch was? Ich schalte erst nochmal drauf. Ich lasse dich bekämpfen. Let's go. Was ist das? Loot-Room. Straight Loot-Room. Let's go, rein da. Oh mein Gott. TC-Room? Oh, sogar TC, nice. Da hab ich mein Gespür nicht verraten. War der richtige Raum. Ach, rein. Jemand schießt, Jungs. Irgendwer schießt. Nicht alle hier rein. Alle mal hier raus, wir müssen TC zerstören, oder? Alle raus. Weg da. Let's go! Wir haben die Base. All in all auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich geile Storyline. Man denkt gar nicht darüber nach, wie viele Leute man auf so einem Online-Server kennenlernen kann und wie viele einzelne Geschichten jeder Spieler mitbringen kann und wie geil es ist, neue Teams und Freunde zu finden. All in all haben wir es auf jeden Fall den Typen von der Tankstelle komplett gezeigt und wir waren am Ende ziemlich happy, als wir uns ausgelockt haben. Ich meine, wir haben alles erreicht. Wir haben uns gerecht, wir haben neue Freunde gefunden und hatten eine gute Zeit auf dem Server. Wenn euch so eine Art von Video gefallen hat, meine Freunde, und ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es war auf jeden Fall eine 8-stündige Aufnahme, die hier drin steckt und es hat auf jeden Fall echt eine Menge Bock gemacht. Lasst, wie gesagt, gerne auch einen Kommi da für Verbesserungsvorschläge und Grüße geht raus an Frost, einen amerikanischen YouTuber, bei dem wir hier sehr, sehr viel Inspiration uns haben nehmen dürfen. Grüße geht raus und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Revi gegen Rust.